Einen wunderschönen guten Morgen. Ich muss immer gucken, ob das Licht hinten an ist, weil vorne ist normalerweise auch ein Licht. Aber da nicht. Einen wunderschönen guten Morgen heute am Freitag. Und ich bin in Essen und habe jetzt gerade mal so ein paar Kühltruhen geladen hier. Wahrscheinlich für den Export. Also eigentlich sieht das aus wie Schrott, aber ich weiß nicht, ob die aufbereitet werden, ob die irgendwo, was weiß ich, wohin gehen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur den Auftrag, die zu fahren. Deswegen fahren wir die jetzt. Und zwar fahren wir die jetzt nach Duisburg und das Ganze zweimal heute. Schlüssel steckt nicht. Aha. Ja, Duisburg am Nordhafen. Ich habe eigentlich gedacht, die gehen in den Export. Mir hat keiner gesagt, dass das hier ein Schrottplatz ist. Eieiei. So, dann fahren wir jetzt diese Runde noch einmal. Hat mich jemand angerufen? Ja, hat er. Ich melde mich gleich. Ich komme direkt durch. Ich muss erst wiegen, schnell. Der Holländer, der hier mit dem Kipper auf der Waage steht, der ist total cool. Der ist total freundlich, der Typ. Und gut gelaunt. Wie immer eigentlich, die Leute. So, ich müsste quasi mal schnell auf die Waage. So, jetzt zirkulieren wir uns mal hier drauf. Fahren wir einmal vor und nochmal zurück. Hier ist jetzt los. Hier muss ich gleich nochmal hin. So, jetzt nehmen wir uns den Schinken. So, Abmarsch! Also wenn das hier... Da ist er wieder. Ja, bitte! Hallo, Stefan! Ja, ja, du kriegst gleich von mir. Ja, ja. So, jetzt sind wir wieder da. Ich verfehle meinen Arm hier runter. Ich habe die Armlehne ja nicht runter immer. Ich denke, scheiße, irgendwas fehlt doch da. Ja, Dirk. So, ich habe jetzt hier nicht so viel los. Mein Kollege kam mir gerade schon entgegen. Der ist gerade hier rausgefahren, gerade im Moment. Oh, schön, alles leer. Das sieht gut aus. Da kann ich quasi direkt wieder laden. Ach nee, wie ist es schön hier.
Wir sind schön. Das sieht sehr gut aus. So, wir laden mal die nächste Rutsche ganz schnell. So, was sagt denn jetzt die Uhr? Steckt die Schlüssel direkt richtig rein, Dirk, da weiß ja, der beschwert sich. 12.09 Uhr. Ja, jetzt fahren wir noch einmal da ausladen. Ich hoffe, da ist Platz. Dann, oh, Dirk. Dann, hat mein Disponent eben gesagt, muss ich nochmal hier hin. Und dann muss ich 3-4 Häuser weiter oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das soll. Was soll das? So, den haben wir schon. Jetzt machen wir den. Ja. Mir ist kalt. Ich habe die Standheizung gar nicht angemacht. Weil, keine Ahnung, am Nordhafen. Dann fahr doch. Oh, hier stand letztens noch alles voll. Jetzt können wir hier wunderbar drehen. Kick dir das ins Ahn. Kick dir das ins Ahn, Junge. Ich habe irgendwie Hunger auf eine Currywurst. Aber ich denke mal, es ist wieder nirgendwo Platz zum Halten. 2 Minuten 20 Stau. Ist mir ja. So, die Plane habe ich die Tage reparieren lassen. Quasi mein Schaden da. Das war eine Sache von ja, 3/4 Stunde, die ihr braucht mit 2 Mann im strömenden Regen. Wahnsinn. Dann habe ich die Tage noch eine geile Ladestelle gehabt, und zwar in Hürselen. Habe ich so Kanthölzer geladen. Und zwar quasi von beiden Seiten. Und von beiden Seiten ist ja normalerweise üblich beim Tautliner auch. Da braucht man ja gar nicht meckern. Aber wenn du Baustoffe fährst, hast du natürlich deine Bretter immer recht hoch komplett. Und die ganzen Spanngurte drin. Dann ist das manchmal blöd. Aber der Typ hat super cool geholfen irgendwie. Oder wollte auf jeden Fall, aber Quatsch. Hat mir noch einen Kaffee spendiert. Das war richtig cool. Damit bin ich gefahren nach Dietzenbach. An einem Tag, wo es so stürmisch war. Aber da ist stürmisch. Das ging eigentlich da unten. Also ich habe im Fernsehen ganz andere Sachen gesehen. Aber ich habe trotz alledem echt gedacht, der Wind schlägt mir die komplette Plane vom Tautliner oben auf das Dach. War schon ein bisschen windig. So, jetzt fahren wir hier auf die A40 und dann fahren wir wieder durch. Und dann sind wir gleich schon wieder am Schrottplatz. Guck mal, vielleicht ist mein Kollege ja schon fertig. Muss aber nicht sein, weil wenn da viel Betrieb ist, genau da, wo ich die Kühltruhen hinstelle, an dem Greifer, an dem Bagger, da fahren die Privatkunden hin und schmeißen ihren Schrott dahin. Und deswegen kann das gut sein, dass man schon mal gut und gerne ein bisschen warten muss. Musste ich eben auch zwischendurch mal so ein paar Minuten. Aber die müssen ja auch ihr Zeug loswerden, ne? Geht ja nicht anders. Aber trotzdem ziemlich klein, der Stadtplatz. Gut. Ja, ich bleib mal hier stehen, sonst hast du gleich keine Spiegel mehr. Steht noch da drinnen. Der steht noch neben der Waage. Der Stapler ist noch nicht hinten dran. Aber ich weiß nicht, wie weit er ist. Ich gönne mir jetzt erstmal ein Stück Salami. Weißt du? So, ich bin fertig und mir ist ziemlich warm gerade, weil
Die Jungs, die haben mir hier geholfen. Die haben die vordere Reihe weggenommen. Und ich habe mit meiner langen Gabel die hintere Reihe weggenommen. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass die helfen. Aber das war schon richtig geil. So, hat einer angerufen? Wenn nicht, dann bleibt das wahrscheinlich dabei, dass ich jetzt nochmal nach Essen muss. Und dann muss ich irgendwas laden. Und dann fahre ich 2, 3 Hausnummern weiter. Ja. So, dann einmal auf die Waage. Haben wir 18:01. Super. Einmal auf die Waage und dann können wir schon die Heimreise antreten. Mit. So. Hoffentlich habe ich mir jetzt auf dem Schrottplatz hier nichts eingefahren. Irgendwelche Schrauben, Metallteile, was weiß ich, was hier mal rumfliegt. Ich habe das jetzt alles mit dem Stapel abgeladen. Hier waren alles Europaletten oder Chap-Paletten, wo irgendwelche Regalteile, Träger, Halter, bla bla blub, was weiß ich, was drauf waren. Ich kann nichts sehen hier, ne? So, ich schange sie drin, so. So, aber jetzt haben wir ja, jetzt haben wir ein paar Minütchen. Und ich wollte mich mal bei den ganzen Abonnenten nochmal bedanken fürs Zuschauen. Wollte die neuen Abonnenten begrüßen, sind ja jetzt wieder jede Menge dabei gekommen. Und ja, ich wollte mal über eine Sache gerade quatschen. Und zwar ist das ja ziemlich normal, wenn man YouTube-Videos macht, oder in den meisten Fällen ist das auf jeden Fall so, dass man die monetarisiert, weil gibt ja viele, die damit Geld verdienen wollen. Wie gesagt, ich habe da tatsächlich damals aus Spaß angefangen. Da waren die ja noch gar nicht monetarisiert. Aber irgendwann hatte ich mal das Verlangen danach, mir irgendwie meine Videos besser zu machen. Und das geht halt nur mit verschiedenen Equipment, das heißt andere Kameras, Gorillaport, Stativ, keine Ahnung, ich brauchte eine Speicherkarte, eine externe, dann brauchst du das und das Geld, was ich mit YouTube verdiene, das ist ja bei 40.000 Abonnenten, kannst du davon aussehen, dass das nicht allzu viel ist, aber das Geld, was dabei rumkommt, das spare ich mir an und dann gehe ich mir dann meistens Kameras von holen, die ein oder andere Bockwurst. Habe ich auch schon vertilgt davon, das gebe ich auch offen zu. Aber das meiste geht wirklich für Kameras drauf. Oder das Geld geht für Kameras drauf. So. Eine Speicherplatte ist auf jeden Fall schon kaputt gegangen irgendwie. Die hat total eine Welle gemacht. Da habe ich nichts mehr von runtergekriegt. Und alle Videos, die da drauf waren, die gingen nur noch stocken, komischerweise. Wahrscheinlich ist das, weil ich die zwischendurch auch schon mal einfach abgezogen habe vom MacBook. Weil ich mir übrigens auch davon kaufe. Jetzt zum Beispiel habe ich ja meine Action Cam, die Sony FDR X3000R, bla bla, die weiße mit dem absolut mega geilen Bildstabilisator. Ist ja im Eimer. Oder was heißt im Eimer? Das Mikrofon quasi. Ich habe nur geguckt, ob die Kamera an ist, weil ich habe mir jetzt quasi wieder eine neue Kamera gekauft. Und zwar aber eine billige für 180 Euro. Auch eine Sony Action Cam, weil ich einfach mit einer Sony Action Cam am allerbesten arbeiten kann. Die hat einen super geilen Weitwinkel, die hat eigentlich, also die 3000er hat einen super geilen Ton, auch ohne das externe Mic und wie gesagt der Bildstabilisator. Da ich die aber jetzt eingeschickt habe, ich habe ja immer dieses Rode Mic da dran gemacht und zwischendurch, auch wenn du auf dem LKW auf der Ladefläche mal die Kamera so hältst und machst die aus, willst du dir in eine Tasche tun, damit du weiterarbeiten kannst. So, wenn das Rode Mic da dran ist oder hier mein GoPro Elastikarm, das komische Ding da, dann kann ich die nicht in die Tasche packen. Deswegen nehme ich die auch oft ohne Mikrofon mit. Jetzt ist das so, draußen kann ich damit super filmen, da hast du auch einen guten Ton. Nehme ich das mit hier in das Fahrerhaus, dann hört sich das wirklich, dann ist da irgendwie so eine Rückkopplung. Rückkopplung. Dann, das hört sich an wie in der Blechdose und das gefällt mir absolut nicht. Wenn ich meine Videos schneide, wenn die fertig sind, gucke ich mir dann nur ein, zwei Mal an, ob das so okay ist. Und wenn ich den Ton höre, könnte ich einfach nur... Und deswegen habe ich die jetzt eingeschickt.
Dafür habe ich mir erstmal die geholt, die kann ich ja auch für außen dann nutzen oder was. Dann habe ich dann noch zwei GoPros. Die erste, die ich damals bekommen habe, die 5er, habe ich ja hier von meinem Chef bekommen. Wenn jetzt mal irgendwie das MacBook kaputt geht oder eingeschickt werden muss, dann muss ich irgendwie einen Ersatz haben oder, weißt du, für sowas. Ups. Für sowas nutze ich das Geld dann. Das ist ja auch nicht so, dass du dir jeden Monat irgendwie eine Kamera kaufen kannst, sondern du musst ja schon ein paar Monate sparen auf so eine Kamera. Also das heißt ja nicht, dass da jetzt, was weiß ich, für Unmengen an Geld bei rumkommen. Das ist ja Quatsch. So, was ich eigentlich damit sagen will, ist mit der Werbung in den Videos, ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, weil ich ja manchmal zwei da reinmache, ob euch das auf den Sack geht. Ich bin absolut dazu bereit. Also ich mache meistens Anfang, Mitte, Ende oder Anfang, zwei, Ende. Also schreibt in die Kommentare, ob euch das auf den Sack geht. Und ich verspreche euch, wenn euch das auf den Sack geht, würde ich nur eine reinmachen, damit ich mein Equipment weiter finanzieren kann für gute Videos. Weil, wie gesagt, die Sucht ist ja da und ich würde das gern weitermachen. Und dazu muss ich mich aber auch dann irgendwie so ein bisschen weiterentwickeln, weil irgendwie kommen dann neue Kameras raus, dann willst du die haben, dann willst du hier noch ein Mic haben, dann willst du da wieder ein Gorilla-Pod oder irgendwie so. Also irgendwie ist ja... Haben die noch auf? Hä? Also ich hoffe, ihr schreibt mir mal ein bisschen was dazu, was ihr darüber denkt. Ihr Wachhunde. Du brauchst ja nicht so mit dem Schwanz zu wedeln, du kriegst mich nicht. Schreibt mir bitte mal was dazu, ob das okay ist, ob das gegönnt ist, ob das scheiße ist. Einfach mal ein bisschen was schreiben, damit ich Bescheid weiß. Und dann ändere ich was ab oder ich lasse es so, dann sehe ich ja dann, was ihr darüber schreibt. Das wäre cool. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da reinfahren soll. Wie auch immer, ich habe keine Ahnung. Da läuft mein Chef rum.